So, hier ist er wieder, der 7-Up. Ja, der gute alte. Ja, Magic Bytes, ja, gutes altes Amiga-Spiel. Die 64er-Variante fand ich jetzt nicht so toll. Ja, aber die hat sogar Jörg programmiert, die 64er-Variante, wenn ich recht mich entsinne. Ja, aber das ist nicht das Thema. Hallo an alle. Ja, ich hatte natürlich vorhin beim ersten Video von 2021 natürlich was Neues vergessen. Und das wollte ich euch jetzt, bevor wir anfangen mit dem Ultimate, noch schnell zeigen. Und zwar, ganz wichtig, ich habe euch Zugang auf unsere NAS eingerichtet. So, jetzt muss ich mal ganz kurz das Fenster da wegmachen. So, Zugang auf unsere NAS eingerichtet, das ist sie. Zugang, da findet ihr auf unserer Seite in Facebook, allgemeine Zugang, wo ihr quasi auf diesen Ordner hier draufkommt. Heißt quasi FTPC Finisher Live User Facebook. Hier findet ihr die Wallpapers und die Installation für das XUM1541. Da mache ich euch auch noch, wenn ihr was braucht, irgendwas sucht, dann mache ich euch das da neu. Ihr könnt euch das da runterziehen. Ja, die NAS habe ich mir zugelegt. Ich hatte vorher von einer anderen Firma ein NAS. War eigentlich kein NAS, war eigentlich mehr Cloud. Kann man von außen immer so schlecht ruf. Und das Ding ist der Oberhammer. Ja, also gut, es hat jetzt auch wirklich Kapazität. Da hocken jetzt 2 10er und 2 4er Gigabyte Festplatte drin. Terabyte, nicht Gigabyte. Jochen, I got noch mal. Ja, der Retro 7. Hä? Ja, egal. Gut, also, die steht euch zur Verfügung. Zugang, wie gesagt, habt ihr. Wenn ihr was sucht oder was braucht, meldet euch einfach auf Facebook etc. oder schreibt mich auch. Und ich gucke, ob ich es habe und ich leg's euch da neu. Ja? Also an dem soll es nicht hängen. So, das war's vor Ort. Jetzt gehen wir rüber. Jetzt gehen wir rüber zum Ultimate. Das haben wir schon wieder auf der Poppes geguckt. Ich sag jetzt nicht mehr Arsch. Sorry. So ist er halt, der Kasper. So. Damit es nicht flackert, habe ich das Bild drüber geholt auf HDMI. Da fällt mir jetzt auch gerade was ein, und zwar, da gab es einen Kommentar, dass das großgezerrt wäre. Ja klar ist das großgezerrt, das ist ja HDMI. Ja, Maximum rüber geholt, beste Grafik, ja, beste Grafik in Aufführungszeichen, wenn ich einen 8-Bit-Rechner rüber hole, ist klar, damalige Zeit, ne? Auflösung, wird halt dann ein bisschen breiter. Egal, so. Jetzt zu dem Problem, dass ich eigentlich das Video hier mache. Wir wollen quasi mehrere Files auf ein Diskett kopieren. Gut, beim Ultimate 64 ist es so, dass ich eigentlich alles entweder über Assembly machen kann, kann es mounten, oder ich kann es quasi auf USB-Stick kopieren und den USB-Stick ans Ultimate machen. Habe ich jetzt hier getan. Hier hängt da der USB-Stick. Da habe ich jetzt ein Copy-Programm drauf gemacht und die ganze Assembly-Files, die zur Verfügung stehen, sind alle drauf. So. Vorher habe ich gesagt, man braucht 2 Laufwerke. Ist natürlich Quatsch. Es langt ein Laufwerk und das konfiguriert ihr als 9. Ich habe jetzt hier halt 2 stehe. Also das hat jetzt keine Funktion. Das ist quasi unser 9er Laufwerk. So, und genauso habe ich das auch eingerichtet. Ich muss jetzt mit der Link-Taste am Ultimate rummachen, damit ihr das sehen könnt. Das Laufwerk 8 habe ich quasi enabled gemacht. Das heißt, es emuliert. Ja, es wird quasi emuliert. Ich weiß nicht, wie man es jetzt am besten nennt. Auf jeden Fall wird es quasi emuliert. So, und dann ist das mal erledigt. Laufwerk 8. Laufwerk 9 ist disabled. Und zwar deswegen, weil das Laufwerk 9 ja hier steht und hier angeschlossen ist. Es ist also da. Ja? Für das Ultimate heißt das nichts anderes wie, nein, ich muss Laufwerk 9 nicht simulieren oder emulieren. Ja? Wenn es da ist, ist okay, das wird also erkannt. Und so sind die Einstellungen jetzt erstmal. Gut. Wie erkläre ich euch das jetzt? Okay, gehe ich mal ganz raus noch einmal. Hier ist quasi das Menü vom Ultimate und hier ist, sage ich, mein USB-Stick. Das ist der dort, der USB-1, der hängt hier drin. Der zweite ist der, wo im Rechner hängt, also wo im Ultimate selber drin hängt. So, geht er neu. Assembly, das ist alles, was von meinem Stick ist, auf Tools. Und da habe ich mal 7-Up-Tools. Wichtig ist, ich glaube, auf der 1er ist das drauf. So, ist jetzt gemountet. Noch einmal zurück.
damit ihr es nochmal versteht. Nochmal zurück. War, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Also ich wähle es auch. Sag Mount Disk. So. Ihr hört es. Geräusch. Emuliert, simuliert, egal. So. Und ich schlage jetzt mal Verzeichnis. Das ist jetzt alles das auf Laufwerk 8, was ich eben gemountet habe. Also meine Copy Tools sind das auf Deutsch gesagt. Ja? So, da hole ich mir jetzt das Copy Tool Roy, das DC64. So, das ist also ein Programm, mit dem es funktioniert. Deswegen habe ich es getestet, es funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob Duplicator damit funktioniert, das habe ich nicht getestet. Aber solange das hier funktioniert, ist es schon mal klasse. Habe jetzt quasi startet das Ladesding, ist das kein Schnelllader, also der Lade ist normal. Und das Laufwerk unten, das neue ist auch. Ihr seht hier die blaue LED. Gut, er lädt. Ja, das dauert. Ich hätte jetzt Archivitos aktivieren können, aber ja, gut, Kinas. Früher war mal Stunde, war und da guckt, wenn wir noch keine Speedos gerade haben. Früher war ja Speedos sehr verbreitet. Chiffy gab es ja gar nicht zu meiner Zeit. Und Dolphinos. Dolphinos konnte sich keiner leisten für 300 Mark. Und die Speedos-Variante war immer zum Nachbau. Und da waren wir alle glücklich. Was wir viel gebraucht haben, war Sias, 25-26er, weil wir die immer durchgehauen haben. Egal. So, starten wir das Programm. Das ist ein Fallkopierprogramm, etwas moderner. Moderner ist gut. Ich glaube, da ist die Entwicklung eingestellt. So, ihr seht oben quasi das Laufwerk 8, also das, was wir gemountet haben, ist da. Und Laufwerk 9 ist leer. So, jetzt wähle ich einfach ein Programm aus. Ich nehme jetzt einfach das DC64 und sage kopieren. Von kopieren von 8 auf 9. Jetzt, also das, was da klappert, ist natürlich das Simulierte. Ja, ihr seht, das Laufwerk macht nichts. Over das 8er. Ja. Und jetzt schreibt der Uni schon, kommt er gleich zum Schreiben. Passt auf jetzt, langsam. Warum hat der Uni die weiße LED ort? Weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat sich irgendwas aufgehängt und ich muss nochmal reinstarten. Sollen wir gleich sehen. Also im Moment liest er noch. Im Moment liest er noch. Eben schreibt er. Ich glaube, das Laufwerk hat sich aufgehängt. Ja, ich glaube, wir machen nochmal einen Break. Und ich mache das noch einmal, weil Technik die begeistert. Machen wir da mal ein Reset und machen das Laufwerk mal außen an. Ja, das ist halt neue Technik. So, mal außen an. So, jetzt ist es wieder weg. Jetzt starten wir noch einmal. Ist es noch gemountet? Ja, gemountet ist es noch. Gemountet ist es noch. Muss ich den Bildschirm rüber, bevor wieder Kommentare kommen. Ich kriege Kopfweh. So, da ist es. Machen wir noch einmal. Ne? Ja, das ist halt Live-Effekt. Ne? Das untere Laufwerk hat sich quasi aufgehängt. Commodore war eh nicht so toll mit Laufwerkkonfigurationen 8, 9. Also wenn du mal vier Laufwerke angeschlossen hast, am 64er war ich mehr beschäftigt, die Aufhängerei zu beheben, wie dass es mal funktioniert hat. Ja. Also so Geschichte wie 1:1 Kopie war nie ein Problem. Aber da gab es ja schon das Problem bei Commodore damals, dass manchmal ging's und manchmal ging's nicht. Das hat dann schon sich bekannt gemacht, ja, ja wenn du verschiedene Laufwerke hast, hast du 15 Fetch 2 und 15 Fetch, die 1-1 Modell wollte nicht, hat es andere gestört und. Also gab es immer Zinnober. So, jetzt probieren wir das nochmal, ich markiere es und sage kopieren. Zack, zack. So, jetzt warte mal, bis das geschrieben hat. So, jetzt ist er fertig. Press a K. Falsche Tastatur 7. So, Spaß gemacht. So, und ihr seht, hier ist das zweite Programm.
Hier ist es, DC64, liegt auf Laufwerk 9. So, jetzt gehen wir da mal raus, wechseln auf Laufwerk 9 und laden das Verzeichnis. Und ihr seht, da ist das Programm und man kann es laden. Auch das dauert natürlich jetzt wieder, ist klar, weil kein Speeder dabei ist jetzt. So ist besser, bevor die Kopfschmerzen wieder kommen. Ja, erarbeitet. Also so kann ich natürlich mit dem DC64 mehrere Files auswählen und kann sie auch kopieren. Muss jetzt nicht eins sein, es kann auch fünf sein, aber so funktioniert es. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass es geht. Und was euer Quell ist, ist eigentlich interessant, weil ihr könnt auch rein theoretisch sagen, ich mache es auf dem Assembly. Ihr erinnert euch an die Oberfläche Assembly, wo quasi Datenbank alles drin ist. Da könnt ihr das genauso machen. Ja, ob das jetzt gemountet ist von einem USB-Stick oder vom Assembly, das ist ja egal. Es ist ja hier auf Laufwerk 8 virtuell simuliert, emuliert zur Verfügung. Und dieses Kopierprogramm kapiert es und lädt es also neu. Ja? Also so, das wäre jetzt die Möglichkeit, wie man ein File oder mehrere Files quasi vom PC oder von einem USB-Stick mit dem Ultimate 64 auf eine normale Diskette bringen kann. Ja? Gut. Das war's. Fertig. Erledigt. Ich hoffe, es sind jetzt die Frage beantwortet. Wenn es noch ein Problem gibt, einfach melde, Kommentare schreibe. Wenn ich Zeit habe, gucke ich dann noch. Und wenn ich Zeit habe, mache ich Einschlag. Okay, kümmere mich eigentlich darum. Gut. Also damit funktioniert es mit dem DC64. Das müsste eigentlich noch zum Download geben. Wir könnten mal schnell live gucken. Warte mal, ich schalte mal da schnell um. Auf der PC. Ob man das downloaden kann noch. Wenn nicht, lege ich es auf diese NAS, auf euren Zugang. Aber ich glaube, die kann man noch downloaden. Wenn das blöde Bild jetzt mal weg wäre, wäre es gut. So, gehen wir CC64 Download. Mal sehen, was dort unter Google sagt. Natürlich findet das nicht. Ah ja, Griechenbauer. So geht's natürlich nicht. Jochen. So geht's natürlich nicht. Klar, dass er noch nichts findet, ne? Ist logisch. Umschalttaste, oh, da geht's halt nicht. So. So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas finden. DC64, ne? Also ich lege es euch auf die NAS, das hat jetzt keinen Sinn. Ich bin jetzt Online-Suche, ist halt schlecht. Ich lege es euch auf die NAS. Wenn nicht verlinke, also wenn es noch irgendwo zum Download geht, gibt, dann verlinke ich euch das natürlich, bevor ich es auf die NAS lege. Das liegt an der Urheberrechte. Also wir wollen uns nicht da als Raubkopierer. Entschuldigung, ich muss lachen, früher haben wir nur kopiert. Ja, aber heutzutage ist das ein bisschen schlimmer wie früher. Ja, früher war dann die Staatsanwaltschaft da integriert und große Gruppe ausgehebelt. Heute kommt jeder verpinster Anwalt und mahnt dich ab wegen irgendwelchen Scheißdreck. Ja, ich hätte halt alle langweilen. Ne? So, also das war's hier zu dem Video. Wie kopiere ich einzelne Files von quasi USB-Stick oder vom Assembly. Mit dem Ultimate quasi rüber auf richtig Diskette. Ich hoffe, euch geholfen zu haben. Wie gesagt, wenn noch was ist, meldet euch. Ich versuche es zu lösen, solange es mal Zeit erlaubt. Ja, ansonsten bleibt mir alle gesund. Grüße ans ganze Team. Euer 7up. Ciao.